Steffens Prognose mit mir. Hey meine Buddies da draußen, ich bin Steffen von Buddies United und herzlich willkommen zu Sticker WM Prognose hier auf Buddies United. Ihr habt es mal wieder geschafft und heute haben wir das Spiel Iran gegen Spanien auf diesem Kanal für euch, die Prognose. Das Spiel startet gleich, aber natürlich kommt mir erstmal die Prognose hier. Wir haben 6 Päckchen der FIFA World Cup Russia 2018 Sticker Päckchen mal wieder. Jeder normale Sticker zählt einen Punkt. Logos und Mannschaftsfotosticker zählen 2 Punkte. Schreibt eure Tipps für diese Partie auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr glaubt, dass der Iran weiterkommt in dieser Gruppe. Und lasst 2 Daumen nach oben da, wenn ihr glaubt, dass Spanien weiterkommt in dieser Gruppe. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Pack. Da haben wir Ribus. Dann haben wir Balde. Naguz. Kramaric. Und ein Golo Kante. Also noch kein Punkt im ersten Pack, aber wir haben ja noch 5 mehr Päckchen, die wir hier öffnen werden in diesem Video. Das zweite Pack fängt an mit Ndoye. Dann haben wir Sami Khedira. Coates von Uruguay. Lukas Piszczek. Und das Mannschaftsfoto von Island, die ja im ersten Spiel ein 1:1 gegen die Argentinier rausgeholt haben. Das dritte Pack schon. Immer noch 0:0. Als erstes haben wir Joel Campbell. Dann haben wir das Logo von Serbien. Nagatomo. Johan Juru. Und der erste Punkt. Und zwar für die Spanier. Torschütze von Real Madrid. Daniel Carvajal. 1:0 Spanien. Nach diesem Hammerspiel im ersten Spiel gegen die Portugiesen, das 3:3, haben die hier den ersten Punkt, die Spanier. Haben sie richtig gut gespielt, aber Ronaldo haben sie dann doch nicht besiegen können. Nur einen Unentschieden geholt. Aber hier gehen sie in Führung gegen die Iraner. Dann haben wir Host City, Rubin Kazan, Yuya Kubo, Koulibaly, Bakenas. Und das Mannschaftsfoto von Spanien. Unglaublich. 2 Punkte. Damit geht Spanien 3:0 in Führung. Hier 3 Tore für die Spanier. Schreibt in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass sie auch 3 Punkte schießen werden. Und natürlich lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr glaubt, dass ein Doppelpack wieder geschieht. Wie von Diego Costa im ersten Spiel. Das vorletzte Pack. Iran noch ohne Punkt. Hier haben wir jetzt das Mohamedi von Marokko. Und da ist der erste Punkt für Iran. Und zwar durch den Abwehrspieler Puraligani. 3:1 nur noch für Spanien. Haben wir Saiz, Gabr und von Portugal Cedric. Dann haben wir das letzte Pack. Die Iraner müssen eigentlich ein Mannschaftsfoto oder ein Logo ziehen in diesem Pack, um noch ein Unentschieden zu erzielen. Hier haben wir Lozano, den Torschützen gegen Deutschland. Calderon. Saverson, Davison Sanchez und als letztes haben wir Kokorin von Russland. Damit haben wir folgenden Endstand. Spanien gewinnt 3:1 gegen die Iraner. Torschützen sind einmal Dani Carvajal und das Mannschaftsfoto von Spanien. Und den kosmetischen Treffer zum 3:1 für die Iraner erzielt Puraligani. So. Das war's von dieser Prognose. Ist auf jeden Fall eine realistische Prognose, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass Spanien dieses Spiel gewinnen wird. Schreibt in die Kommentare, ob wer ihr glaubt, wer dieses Spiel gewinnen wird. Auch oben abstimmen, wer ihr glaubt, wer gewinnen wird. Spanien oder der Iran. Guckt auf jeden Fall die anderen Videos. Lasst einen Daumen nach oben da. Andere Videos gucken, andere Prognosen gucken. Abonnieren nicht vergessen, auf keinen Fall vergessen. Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Scorpion in die Kommentare. Haut rein und ciao.